Wir warten auf Glasfaser. Schon längst sollte diese schnelle Internetverbindung da sein, aber es gab immer wieder Schwierigkeiten, gerade auch hier im Kreis Offenbach in Heusenstamm. Jetzt gibt es gute Nachrichten aus Kiel. Von dort ist uns zugeschaltet Marc Kessler, der Leiter der Unternehmenskommunikation bei GVG Glasfaser. Hallo, Herr Kessler. Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich habe es schon verraten, Sie haben gute Nachrichten. Es gibt einen neuen Schub aus Kiel sozusagen. Ja, richtig. Es ist uns gelungen, jetzt einen Finanzierungsprozess hier erfolgreich abzuschließen. Was heißt, das Ganze heißt übersetzt, wir bekommen frisches Geld, frisches Kapital für den Glasfaserausbau. Wir haben also mit insgesamt drei Banken, der ING, der KfW Bank und der NordLB, haben wir eine Finanzierung jetzt gemacht und wir bekommen Kreditvolumen in Höhe von 85 Millionen Euro. Und das Schöne an der Sache ist, es gibt auch nochmal eine Aufstockungsoption. Das heißt also, wenn wir so erfolgreich sind mit dem Laden, mehr Geld brauchen, dann können wir nochmal einen weiteren Betrag sozusagen in Anspruch nehmen, und zwar in Höhe von weiteren 80 Millionen Euro. Jetzt ist ja der Glasfaserausbau ins Stocken geraten. Lag das jetzt allein am Geld oder auch an anderen Umständen? Wir haben im Moment in der Glasfaserbranche ein sehr schwieriges Umfeld. Die Zinsen sind gestiegen, das wissen Sie. Die Baukosten sind in Deutschland massiv gestiegen. Sie kommen auch kaum noch an Transportkapazitäten heran. Also es ist sehr schwierig, das Unternehmen zu verpflichten dafür. Das alles hat dazu geführt, dass Ausbaupläne nicht mehr in der Geschwindigkeit jedenfalls umgesetzt werden konnten, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. Die gute Botschaft ist aber, wir haben ja schon seit mehreren Monaten jetzt hier eine Analyse unserer Bauprojekte vorgenommen. Wir haben geschaut, welche Baukapazitäten haben wir in Deutschland denn zur Verfügung und was können die einzelnen Bauunternehmen. Also es kann ja nicht jeder das Gleiche. Und dadurch werden wir gemeinsam jetzt mit dem frischen Kapital werden wir ab Herbst dann deutlich intensiver und auch deutlich effizienter, energischer ausbauen. Können Sie denn schon also einen Hoffnungsschimmer geben, gerade hier in Heusenstamm, Rembrücken, wo der Ausbau ja schon gestartet ist, wann in etwa mit der Nutzbarkeit des Anschlusses zu rechnen ist? Wir haben den Ausbau, Sie haben das selber gesagt, wir haben den Ausbau angefangen und wir sind auch guten Mutes, den Ausbau sehr erfolgreich weiterzuführen. Wir werden alle Kreise, Städte und Kommunen in unseren Ausbauregionen, in den ganzen Bundesländern, werden wir jetzt in Kürze informieren und updaten, wie es weitergeht, wer ist wann dran und wo wird gebaut. Das ist aber jetzt etwas, was wir in den nächsten Wochen genau einmal uns ansehen werden und dann aber auch informieren. Okay, wir harren der Dinge. Herr Kessler, vielen Dank für diese neuen Informationen zum Glasfaserausbau auch hier in Heusenstamm. Gerne, bis nach Heusenstamm.